Leprechaun wieder war und Vampire wieder kommen. Wenn Autoren Geld verdienen und Arbeit es trotzdem wagt, Spaß zu machen, dann sind das alles sicher tolle Themen für einen zweiten Kaffeeklatsch in Episode 35 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 35 des Dopecast. Wir haben uns heute hier mal wieder zusammengesetzt, um eine weitere Episode unseres kleinen fröhlichen Podcasts aufzunehmen. Ich bin in diesem Falle Thomas Michalski und du bist... Sexy Scorp, guten Abend. Ja, was ist denn heute unser Thema? Nur Thomas, unser Thema ist... Nein, also wir machen heute einfach nur einen Kaffeeklatsch, weil bei uns sind wieder so viele Themen aufgelaufen, dass wir uns dazu entschlossen haben, die alle in einer Episode durchzufrühstücken und uns beim nächsten Mal dann wieder einem richtigen Thema zu widmen. Ja, wir haben uns überschlagen, dass im Prinzip jedes von denen zu lang ist, um einfach vorzuquetschen und aber auch eigentlich zu kurz ist, um eine ganze Folge damit zu füllen. Also gibt's diesen Mittelweg. Ja, ist ja nichts Neues auf der Dau. Nee, hatten wir schon mal. Aber bevor wir uns jetzt so richtig in die Tiefen des Themenfeldes begeben, haben wir natürlich wie immer unsere Medien mitgebracht. Genau. Soll ich einspringen? Ja, einfach. Ja, bitte. Okay, ich habe einen Comic gelesen. Der ist, wie üblich in letzter Zeit bei mir, wieder Teil eines Humble Bundles gewesen. Und das war Teil des Walking Dead Humble Bundles, beziehungsweise diese ganzen Skybound Robert Kirkman Geschichten. Der Comic ist ein Sammelband von Witch Doctor. Und Witch Doctor hatte ich vorher noch nie was von gehört und das ist total tragisch. Denn diese Comicreihe dreht sich um den besagten Hexendoktor. Das ist kein Voodoo-Priester oder so etwas, sondern tatsächlich ein Mediziner. Der ist so eine Mischung aus Doctor Who und Dr. House. Allerdings in einem Cthulhu-Setting der Gegenwart und das Ding ist völlig abgedreht und super witzig. Der sieht halt die ganzen übernatürlichen Sachen wie Vampire und Deepons und so etwas als medizinische Erkrankung und versucht die zu heilen. Dazu kommt noch erschwerend hinzu, dass er irgendwie von der Welt, vom Universum als Auserwählter gilt und hat auch Excalibur aus dem Stein gezogen und benutzt das als Skalpell. Anstatt magische Tränke einzuwerfen, nimmt er Pillen. Er hat einen Sanitätergehilfen und einer seiner Patienten unterstützt ihn auch, die auch so Halbmonster ist. Das ist ein super geiler Comic. Bitte Leute, wenn ihr euch irgendwie für Cthulhu-Mythos oder einfach nur eine durchgedrehte, lustige Geschichte interessiert, holt euch den Witch-Doctor-Comic. Ja, ist das eine große Reihe, weißt du das? Ich glaube, bis jetzt gibt es nur zwei Sammelbände, beziehungsweise die Einzelhefte dazu. Ich weiß nicht, ob die inzwischen eingestellt ist, da sie mir sehr gut gefällt, nehme ich mal an, dass es Suppe ist. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr, die Zeichnungen sind toll, die Charaktere sind toll gezeichnet, auch weil der Doktor zwar abgedreht ist, aber trotzdem immer noch glaubwürdig in irgendeiner Weise. Die anderen sind toll, das ganze Setting ist toll beschrieben und die Monster, diese ganzen abgedrehten Viecher, die der trifft, sehen wirklich grotesk aus. Also das ist nicht einfach nur so ein Tentakelmonster, sondern das ist echt seltsam. Also gerade Cthulhu-Spieler können daraus, glaube ich, einiges ziehen, was diese abstrakten, nicht irdischen Wesen angeht. Okay. Von freakigen Comics gehen wir den Weg hin zu völlig breit gefächerten Blockbustern. Es ist mir nach langem, langem nicht dazu kommen, endlich gelungen, The Lone Ranger zu gucken. Der 2013er, 2012er Film von Gore Verbinski mit Johnny Depp und Armie Hammer in der Hauptrolle. Hast du den gesehen? Nein, wie üblich, nein. Ja, aber ich dachte, ich frage trotzdem mal. Der Film ist eine lose Adaption der vielen, vielen vorangegangenen Lone Ranger-Inkarnationen, ob das jetzt Film, Serie, Radio Play oder was auch immer gewesen sein mag. Und der Film ist, denke ich, vor allen Dingen letztlich dadurch erstmal bekannt geworden, dass er unfassbar schlechte Kritiken in Amerika und zumindest halbwegs durchwachsene Kritiken in Europa bekommen hat. Und nachdem ich ihn gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht wieso. Der Film ist mehr oder weniger von den Leuten, die Fluch der Karibik gemacht haben. Das merkt man. Es hat halt wieder Johnny Depp in einer der zentralen Hauptrollen. Er ist wieder von Gore Verbinski, der eben die ersten drei Piratenfilme gemacht hat. Der ist von Jerry Bruckheimer produziert. Die Musik ist von Hans Zimmer. Man ist also im Großen und Ganzen zu Hause. Neu in dem ganzen Getue ist Armie Hammer in der Hauptrolle, eben als der titelgebende Lone Ranger. Hammer kann man kennen aus The Social Network, wo er die Winklevoss-Zwillinge gespielt hat. Und beide? Jein. Also es gab zwei am Set, aber Winklevoss' Gesicht ist auf beiden drauf.
Das ist ja mal seltsam. Ja, aber wirklich, wirklich gut gelungen. Aber bring mich nicht zum Schwärmen über The Social Network, sonst kommen wir heute gar nicht mehr durch. Der Film hat damals relativ arge Produktionsprobleme gehabt. Disney hat irgendwann, nachdem vorige Tentpole-Blockbuster-Dinger alle nicht so gut gelaufen waren, Angst bekommen, dass das Budget ein bisschen hoch ist, weshalb das Drehbuch nachträglich irgendwie reduziert werden musste. Es gab irgendwie ein paar Unfälle am Set und so weiter und so fort. Und die gängige Lesart der Macher selber ist, dass die Kritiker beschlossen haben, der Film ist Mist, bevor der auch nur abgedreht war. Und ich muss, also ich meine, das klingt halt nach so einer Schutzbehauptung, aber ich muss sagen, wie gesagt, nachdem ich ihn gesehen habe, ich finde das durchaus eine nachvollziehbare Interpretation, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man an dem hassen soll. Vor allen Dingen nicht unter dem Paradigma, dass Fluch der Karibik damals alle geil fanden. Weil der Film bedient genau den gleichen Markt, nur halt im Western-Setting. Johnny Depps Tonto ist kein Jack Sparrow-Klon, was mich überrascht hat, weil das eigentlich meine größte Befürchtung war. Und überhaupt die ganze Dynamik der Figuren und die ganze Dramaturgie des Films ist schon anders. Er ist auch anders als die Fluch der Karibik-Filme nicht übernatürlich im allgemeinen Sinne. Aber er ist halt einfach, er ist toll gedreht, er sieht wundervoll aus. Er hat, also das ganze Finale ist eine Action-Choreografie, die, weiß ich nicht, einfach nur rockt. Und ja, keine Ahnung. Wer einen guten, unterhaltsamen Popcorn-Kinofilm sucht, wird bei dem hier auf jeden Fall fündig. Wer natürlich irgendwie intelligentes Kunstkino sucht, aber das will der Film ja auch gar nicht sein. Er hat irgendwie, wie soll ich sagen, er hat denselben Witz wie die anderen Filme, er ist aber eigenständig genug und ja, ich drehe mich ein bisschen im Kreis. Einfach gucken, ist gut. Okay. Vielleicht noch als letztes Trivia-Ding dazu, was ich ganz spannend finde, ist, während nämlich alle diesen Film in Grund und Boden getrampelt haben, gab es einen, der schon irgendwie im Oktober gesagt hat, das ist einer meiner Top-10-Filme 2013 und das war Quentin Tarantino. Aber selbst das hat den Film nicht gerettet. Was? Normalerweise hätte man dann im deutschen Verleih so riesig auf das Poster geschrieben, dass es Quentin Tarantino mag. Ja, ist richtig. Ja. Naja. Damit kann man ja Leute schon ins Kino locken, indem Quentin Tarantino was über einen Film sagt. Mhm. Naja, ich habe auch noch was geschaut. Ich habe mir von einem Kollegen die erste Staffel Defiance ausgeliehen. Das ist eine vom Science Fiction Channel produzierte Serie. In einer postapokalyptischen Erde, nachdem jede Menge Alienrassen auf Arschen beschlossen haben, dass die Erde eigentlich ganz schön ist, um mal sich dort anzusiedeln und das Ding zu terraformen. Nach dem unausweichlichen Krieg haben dann die Leute von Defiance beschlossen, so, das mit dem Krieg ist irgendwie doof. Lass uns doch hier gemeinsam mal eine Stadt aufziehen und gucken, wie das funktioniert. Interessante Prämisse. Es gab auch direkt ein Online-Rollenspiel dazu, was in dem gleichen Setting spielt und auch die Sachen aufgreift. Die Themen sollte angeblich auch mal verknüpft werden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert ist. Das Online-Rollenspiel ist relativ schnell in den Free-to-Play-Bereich gedrückt worden, weil es einfach keinen interessiert hat. Das ist ja so ein bisschen der Elefantenfriedhof der Online-Rollenspiele. Ja, von Defiance gibt es zumindest auch eine zweite Staffel. Die werde ich mir vermutlich auch mal tatsächlich anschauen, weil ich hatte schon mal hier im Podcast über die erste Episode der ersten Staffel geredet und wie doof ich die eigentlich fand. Weil es startet einfach unglaublich schwach. Der Hauptcharakter ist total schlimm, der macht ständig überzogen coole Aktionen, der kann einfach alles. Das wird aber besser, auch indem immer mehr Charaktere dort eingeführt werden. Die Story ist enorm verdichtet in der ersten Staffel, also was da alles in ein paar Episoden passiert, ist der Hammer. Die nehmen sich, da gibt es keine Füllepisoden, so wie man das vielleicht von anderen kennt, oder einfach so, lass uns mal das und das machen. Nee, das arbeitet schon alles auf ein Ziel hin. Und die Serie geht mit den Charakteren noch aggressiver um als Game of Thrones. Okay. Also am Ende der Staffel steht kaum noch jemand von denen, die während der Serie tatsächlich während der Staffel irgendwie etabliert wurden. Da gehen auch schon mal dann pro Episode 2 Leute hops. Das war auch überraschend für mich so. Okay, oh, sie führen einen neuen Charakter ein. Oh, der ist mit dem von dem verknüpft und der ist mit von der Organisation und wenn die das jetzt machen, oh, er wird erschossen. Okay, jetzt kommt aber der, oh, der ist auch tot. Das passiert ständig, das war interessant zu sehen. Am Ende ist es, glaube ich, ein bisschen dick aufgetragen, was die Story angeht, was nicht durch die Umsetzung zu sehen ist, weil das ist der Science-Fiction-Channel und da war einfach kein Geld dafür da. Am Ende kommt dann auch nochmal so ein von der Organisation dann noch jemand dazu, der trägt schwarze Lederklamotten und schafft es im Jahr 2068 oder so, wann das auch immer spielt, tatsächlich noch eine Luger von den Nazis zu haben, um dann zu zeigen, wie richtig, richtig böse der ist. Völlig überzogen, wird auch nicht mehr komplett vorgestellt, bevor er, wie alle anderen, auch erschossen wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Defiance tatsächlich eine richtig gute Knallerserie ist, aber sie während der ersten Staffel steigt die Qualität. Ich hatte durchaus Spaß, sie zu schauen und werde mir jetzt auch nochmal die zweite Staffel ansehen und gucken, wo die dann aufgreift. Und ob dann wieder mehr Science-Fiction reinkommt, weil in der ersten Staffel war es stellenweise schon durch die damals auch schon angesprochene Romeo und Julia Beziehungssituation zwischen den beiden mächtigen Familien der Stadt und den Kindern, die sich lieben, schon ein bisschen Soap-Opera, was durchaus auch unterhaltsam sein kann in diesem Setting. Gerade mit den Alien-Gebräuchen gegen die menschlichen Gebräuche. Aber so ein bisschen mehr Science-Fiction reinpacken, weniger Mystik, wäre schon schön. Okay. Aber funktioniert das denn von der, ich sag mal, Gesamterzählung her, wenn regelmäßig handlungstragende Figuren einfach aus dem Weg geräumt werden? Also in so großem Maßstab? Ja.
Okay. Kann ich sagen. Also, sie werden ja im Rahmen der Handlung aus dem Weg geräumt, nicht einfach nur, weil man den Schauspieler nicht bezahlen könnte, wobei das vielleicht auch mit reinbringt. Das muss man dann sehen. Ja, okay. Hm. Gut. Bleiben wir bei Fernsehserien, wenn auch in diesem Falle zu bisher einem relativ kurzen Vergnügen. Es gibt eine literarische Figur namens Harry Bosch. Harry Bosch ist von Michael Connelly 1992 das erste Mal in einem Roman eingebaut worden und ist dann in mittlerweile, ich glaube, 16 Romanen sozusagen zum Einsatz gekommen. Harry Bosch ist so ein, in den Büchern so ein knallharter Vietnam-Veteran-Typ, der jetzt halt eben beim LAPD arbeitet. Michael Connelly, das ist derselbe Kerl, der der Mandant geschrieben hat, der mit Matthew McConaughey verfilmt wurde, die auch mehr oder weniger im selben Kosmos spielen. Ich denke aber, das wird für die Serie keine weitere Rolle spielen. Die Serie gehört zu dem Amazon-Serienprogramm, genauso wie Chris Carters The After, über das ich hier schon mal gesprochen habe. Bedient aber halt einen ganz anderen Bereich, weil es ist im Herzen erstmal eine Krimiserie. Der Pilotfilm, das ist auch das Einzige, was es bis jetzt gibt, ist sozusagen zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es das Problem, dass Harry zu Beginn der Folge jemanden erschießt auf der Flucht und da unklar ist, ob derjenige, den er erschossen hat, eine Waffe bei sich führte oder nicht, ist halt die Frage, ob er da sozusagen einen Unschuldigen erschossen hat. Und dementsprechend gibt es so ein Vorgericht und darf eigentlich gar nicht arbeiten und so weiter und so fort. Plotstrang. Und auf der anderen Seite gibt es dann einen ganz, ganz klassischen Mordfall, der allerdings offensichtlich staffelübergreifend sein wird. Es wird nämlich von einem Spaziergänger ein Knochen gefunden, der sich schnell als Knochenstück von einem Kinderskelett entpuppt, das da wohl schon lange gelegen hat. Und aus Gründen, die der Pilotfilm nur andeutet, und da will ich dann auch gar nicht groß spoilern, versucht sich Harry diesen Fall zu krallen, obwohl er eigentlich momentan mehr oder weniger gesperrt ist, weil es ist ja noch unklar, ob er freigesprochen wird vor Gericht oder nicht. Das klingt relativ Standard und ich muss auch sagen, die Serie tut jetzt wenig, um sich von den vielen, vielen anderen Krimiserien dieser Welt abzuheben. Titus Welliver, oder wie man den Mann auch immer aussprechen mag, spielt die Hauptrolle Harry Bosch und tut das großartig. Und wovon die Serie halt sehr profitiert ist, dass sie, wie halt auch zum Beispiel Netflix-Serien, sich nicht an die ganzen Network-Regeln halten muss. Und wenn mehr oder weniger der erste Shot in der Gegenwart deines Protagonisten ist, wie er vor Gericht in einer Non-Smoking-Area steht und raucht, dann ist das auf jeden Fall ein Statement. Und das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Die Serie scheint ihren Plot zu erzählen und sich dabei um so diesen ganzen anderen Kram, den du bei Fernsehserien häufig hast, ne, irgendwie, weiß ich nicht, aufgrund der Werbeeinblendungen und des Teasers vor dem Vorspann müssen heutige Fernsehserien in 6 Akte eingeteilt werden, was dramaturgisch die völlige Hölle ist. Sowas macht die Serie einfach nicht. Die erzählt halt stringent ihren Plot und ist eine gute, gut guckbare Krimiserie und wer Amazon Prime hat, kann ja einfach mal reinschauen. Liegt die auf Deutsch und Englisch vor? Die liegt momentan als OMU vor, also original mit Untertiteln. Das ist auf der einen Seite cool, weil ich bin ja mehr so ein Englischgucker. Es hat aber gleichzeitig einen Nachteil, weil es sind deutsche Untertitel und man kann sie nicht ausblenden. Das ist irritierend. Das ist irritierend und sie sind auch noch groß. So, dass sie ja noch fett im Bild hängen. Aber ich will mich nicht beklagen. Man kann es ja, wie gesagt, immerhin gucken, sozusagen. Mhm. Also, man kann auch mittlerweile The After. Ich habe da ja damals beim Dropcast noch drüber geschimpft, dass ich das nur über Umwege bei Amazon.com gucken konnte. Auch die Serie ist, ich glaube, auch als OMU mittlerweile ganz regulär über das Prime-Angebot zu gucken. Das heißt, wer jetzt heute Abend irgendwie sein Endgerät anschmeißt, kann da einfach sowohl in Bosch als auch The After reingucken. Und kann das, denke ich, guten Gewissens tun. Lohnt sich. Okay. Dann möchte ich jetzt zu meinem abschließenden Urteil zum neuen D&D Starter-Set kommen. Hier müsste jetzt ein Trommelwirbel hin. Ich bin nicht begeistert. Also, es ist nicht mein Spiel. Aber noch so ein paar andere Punkte. Ich bin jetzt inzwischen mit dem ganzen Set durch und ich habe die Abenteuer noch fertig gelesen. Oder das Abenteuer. Es gibt ein Plants vs. Zombies-Szenario. So völlig losgelöst vom Rest der Narration gibt es irgendwie eine Sidequest, die dich in ein verlassenes Dorf führt. Und dort hat ein Druide draußen dieses Schild aufgestellt. So Vorsicht vor den Pflanzen und den Zombies. Ja, und da sind halt Asche-Zombies und irgendwelche belebten Pflanzen unterwegs und greifen an. Das ist total seltsam. Ich weiß auch nicht, ob die Leute sich so viel Gedanken gemacht haben, was sie da überhaupt beschreiben, weil laut Beschreibung ist Haus 2 irgendwie das Haus eines wohlhabenden Bürgers oder war wohl mal ein Geschäft und du guckst nach und das ist halt 6x9 Meter groß und hat nur einen Innenraum. Okay. Oder auch so eine 6x6 große Gaststube. So, okay, verstehe ich. Was zur Hölle? Und das zieht sich eigentlich durch viele Beschreibungen davon, dass es eigentlich, wenn ich es nach D&D 4 oder allgemein Bodenplan machen müsste, wird relativ schnell offensichtlich, dass da keiner das mal überhaupt mal nachgedacht hat, was da überhaupt passiert. Zum Beispiel gibt es in diesem Bereich auch einen Drachen, der Drache ist groß, also macht 10x10 Fuß groß
Und der sitzt in einem Raum von, ich glaube, 40 mal 40 Fuß. Also stell dir einfach mal vor, du müsstest in einem Raum leben, wo du selbst, wenn du dich noch umdrehen kannst, ein Viertel der Fläche belegen würdest. Da wäre sonst erstmal nichts drin. Ja, und jetzt kommen die Charaktere da rein und wollen gegen diesen Drachen kämpfen. Warum auch immer, dass sie das tun sollten, weil der Drache ist Stufe 8 und diese Charaktere sind zu diesem Zeitpunkt Stufe 3. Dann passiert was ganz Lustiges, dann greift der Drache nämlich vermutlich an, macht seinen Giftatem und dann müssen alle Charaktere dann einen Rettungswurf ablegen mit Konstitution, weil es gibt halt nur noch Attributswürfe weitestgehend in dem Spiel. Ja, und dann machst du halt deinen Rettungswurf gegen, ich glaube, 16, was super schwierig ist für die Charaktere. Und wenn dir das gelingt, nimmst du nur halben Schaden. Wenn es dir misslingt, nimmst du vollen Schaden. Und D&D 5 bietet an, anstatt dass der Spielleiter den Schaden immer auswürfelt, den Mittelwert an Schaden immer zu nehmen. Okay, wenn du deine Probe schaffst und nur Hälfte nimmst, kriegst du 21 Punkte Schaden. Du kannst ja mal an D&D 3, an die Helden der dritten Stufe denken. Wenn du deine Probe schaffst und 21 Schaden da erleidest, dann sind eigentlich schon mal der Magier und der Schurke, die dabei mitgeliefert wurden, auf jeden Fall hin. Bei einer gelungenen Probe. Sollten die 42 Punkte Schaden von der nicht gelungenen Probe abnehmen, ist jeder in diesem Raum tot. Und diese Giftattacke ist ein 30 Fuß breite Kegelangriff. Das heißt, der Drache trifft in seinem beheimerten Raum auch alle. Okay. Dazu gibt es noch andere Sachen. In dem Abschnitt sind noch Copy-and-Paste-Fehler, was die XP der Monster angeht. Da hat man einfach aus einem Abschnitt das vom anderen übernommen, obwohl unterschiedlich viele Monster drin sind. Irgendwo landet mitten im Satz, irgendwie gibt es einen Satz, der komplett ohne Objekt steht. Ich habe den aber nicht rausgeschrieben. Also, es ist irritierend, dass noch solche Fehler drin sind, obwohl es ja eigentlich das ikonische Produkt des bekanntesten Rollenspiels ist, das erste, was auf den Markt geworfen wird. Ja. Und allgemein habe ich meine Probleme damit, weil hinten sind zwar Monster, aber es sind nur Monster enthalten, die in dem Set vorkommen, das ist okay, aber nur eine Handvoll von denen hat eine Illustration. Also zum Beispiel diese neuen Pflanzenmonster, die vorkommen, man sagt irgendwie, ja, das ist ein belebter Stock. Ja, kann ich mir nicht so viel drunter vorstellen, hätte ich gerne Illu zugehabt. Wie ein Oger aussieht, weiß ich in ungefähr. Ich habe auch mein Problem mit dem Schreibstil von vielen der Texten gehabt. Also so mal als Beispiel, das habe ich mir extra rausgeschrieben. Seltsamerweise vor allen Dingen die was mit Stäben zu tun hatten. Aber ich lese mal vor. The leader of the Red Brands is the human wizard known as Glass Staff. So named because his magic staff is made of glass. Ja, no shit, Sherlock. Ernsthaft. Und solche Sätze findest du halt öfters, wo ich mir einfach denke, so, was zur Hölle wollen? Das ist ernsthaft? Das ist ein Satz, der in so einem Produkt steht? Das ist irgendwie stilistisch nicht gut. Oder auch die Spielleitertipps, die drinstehen, wenn du irgendwie von einem auch zum anderen reist und dann noch erklärt wird, okay, du könntest jetzt sagen, auf der Reise passiert nichts. Das wäre richtig, aber dann nicht stimmungsvoll genug. Sage lieber, ja, am Vormittag setzt ein leiser Nieselregen ein, der aber dann in den Sonnenschein untergeht. Als ihr dann euren Platz findet, findet der Schurke dann einen Stein, der aussieht wie ein kleines Gesicht. So, ich weiß, wie ich jetzt reagieren würde in diesem Moment. Nämlich, der Spielleiter hat diesen Stein beschrieben. Da muss irgendwas mit los sein. Dann würde ich also den versuchen rauszubekommen, was mit diesem Stein los ist. Da ist aber nicht weiter beschrieben. Das ist einfach nur ein Setting. Das ist einfach nur so ein bisschen Atmosphäre. Aber das weiß ich als Spieler ja nicht. Wenn ich jetzt einfach anfange, diese Information zu streuen, muss ich damit rechnen, dass meine Spieler darauf reagieren. Aber vielleicht ist das gar nicht meine Intention, denn ich will ja mit dem Abenteuer weitermachen. Darauf geht das aber gar nicht ein. Und das ist, glaube ich, ein größeres Problem, was ich insgesamt mit dem, wie D&D 5 jetzt beschrieben ist. Nämlich, das geht komplett weg von der Spielmechanik und ersetzt die durch das Bauchgefühl des Spielleiters. Ja. Das kann für einige Spieler sicher die bessere Lösung sein, aber ich bin da raus, was Rollenspiel angeht. Wenn der Erfolg meiner Aktion vom Spielleiter abhängt und nicht mehr von meinen Entscheidungen, das ist nicht mein D&D, das ist nicht das, weswegen ich D&D spielen möchte. Deswegen glaube ich nicht, wenn das Players Handbook das jetzt nicht noch irgendwie für mich rumreißt, ist die fünfte Edition für mich eigentlich schon durch. Ja, ich bin gespannt. Wir zeichnen das hier relativ nah am Erscheinungstermin auf. Wir haben heute den 7.8. und am 10. kommt die Folge raus. Und wenn ich mich nicht irre, kommt das Players Handbook am 19., oder? Zum GenCon. Kann gut Genau. sein, ja. Ja. Amazon gibt mal hier den 19. an. Das heißt, wir werden zur nächsten Episode das vielleicht ja schon irgendwie mal gesehen haben oder so. Tja, wer weiß. Dann Auf jeden kann ich. Fall, wer irgendwie lieber Bock hat, anstatt Gegner zu verprügeln, obwohl es da auch total unmotivierte Möglichkeiten in dem Abenteuer für gibt, damit man auflevelt. Dafür gibt es kaum mehr magische Gegenstände, wie vorher schon erwähnt. Extrem viele von den Kontrahenten sind aus irgendeinem Grund gesprächsbereit, obwohl sie von einer Gruppe bewaffneter Irrer, der Abenteurer, zu Hause in einer extrem gefährlichen Umgebung gestellt werden. Stell dir mal vor, jemand bricht deine Tür auf, plötzlich stehen noch vier schwer bewaffnete Leute und du fängst an, ah, was führt euch hierher? Hä?
Ich verstehe es nicht. Also ich glaube, die wollen dann irgendwie nur so, dass man dann den Eindruck bekommt, das ist nicht nur ein einfaches Todprügelspiel, obwohl alles in dem Regelsystem darauf hindeutet. Die wollen dann irgendwie, deswegen fangen die Gegner aus irgendwelchen Gründen ständig Gespräche an. Mich hat das ganze Ding völlig irritiert. Ich hoffe, dass viele Leute damit glücklich werden, aber ich meins ist es nicht. Okay. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht reingeschaut. Das heißt, das wird alles noch sozusagen den Moment warten müssen bis zur nächsten Folge, dass ich da irgendwie was sagen kann, weil ich beschlossen habe, auch nach teilweise, also die Kritik an der Box ist ja sehr unterschiedlich. Manchen scheint die inhaltlich ja durchaus auch gefallen zu haben. Aber ich finde halt einfach für mich, als jemand, der ich weiß, was Rollenspiel ist und so weiter, wirkte für mich der Value-for-Money-Faktor einfach nicht ausreichend bei der Box, um da sozusagen Geld drauf zu werfen. Ja, absolut. Die Box ist ja effektiv nur halb gefüllt. Das andere ist ja nur der Pappeinleger, damit die eben die gewisse Höhe hat und wertig genug im Schrank aussieht und auch im Laden. Aber da sind zwei dünne Heftchen drin, die geheftet sind. Es gibt die nicht mal einen kartonierten Umschlag haben und ein Würfelset. Also das ist für $20 okay, aber jetzt kein Knüller. Nö. Also das Pathfinder-Einsteiger-Set kostet zwar das Doppelte, aber das hat eine sehr, sehr, sehr viel wertigere Material drin, was du auch weit über die Starterbox hinaus benutzen kannst. Was man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, ist, dass D&D 5 so ein bisschen für sich ja zum Punkt gemacht hat, dass Battlemap und Miniaturen keine zentrale Rolle mehr spielen. Insofern verstehe ich auch die Entscheidung, sowas gar nicht erst einzupacken, weil das ja sozusagen ansonsten wieder ein gegenteiliges Signal setzt. Ändert aber halt nichts daran, dass, wie gesagt, für mich einfach kein ausreichender Anreiz da war, Geld auf diese Box zu werfen. Insofern ja. Players Handbook abwarten und dann nochmal drüber reden, würde ich sagen. Du hast da auch noch was. Ich habe auch noch was, genau. Ich habe Fringe angefangen, unter dem großen Motto, ich gucke die Serien, die vor 5 Jahren in waren. Ich habe Fringe immer unter komischer Akte X-Klon für mich abgelegt gehabt, bis Ralf, unser hier 1W6 Freunde mitschreibender, Bond-Rezis verfassender, Hilde, Kameramann seiender und so weiter, Ralf halt ankam und sagte, hör mal hier, das ist total geil, guck das, gefälligst. Weshalb ich mir dann mal den Pilotfilm gegeben habe und muss zugeben, dass ich angefixt bin. Und zwar deutlich mehr, als ich das erwartet habe. Es fühlt sich an wie ein Akte X, ja. Es fühlt sich allerdings nicht an wie ein Akte X-Klon, sondern eher wie eine andere Spielart desselben Themenfeldes sozusagen. Es hat halt nicht diesen außerirdischen Angle, aber so seine Monster of the Week-Haftigkeit, die Verschwörung im Hintergrund, die Dynamik zwischen mehr oder weniger glaubenden Hauptfiguren. In diesen Punkten ist es halt schon sehr Akte X. Auf der anderen Seite guckt es sich halt durchaus moderner, das muss man ihm zugestehen. Und es hat halt gleichzeitig so einen Weird Science Aspekt mit drin, der bei Akte X ja, wenn eher mal nur so Randnote gewesen ist. Ich vermute, dass diverseste Leute das Zeug auch einfach schon gesehen haben, im Gegensatz zu mir. Aber für diejenigen, denen es gar nichts sagt, es gibt halt sozusagen 3 Hauptfiguren, von denen die eine Bundesagentin ist, die halt in diesen Sachen, in dieser Sachlage ermittelt. Sie ist aber tatsächlich sozusagen in dem Fall eher die Gläubige, würde ich mal sagen. Mit ihr zusammenarbeitet einer, der das klassische Rollenspielprofil des Schurken vielleicht am ehesten erfüllt. Jemand, der immer gut durchs Leben gekommen ist, hochintelligent ist, aber eigentlich nicht so eine richtige Beschäftigung hat, sondern immer eher mit so halbgroben Dingern sich durchgeschlagen hat. Und beide zusammen müssen zusammenarbeiten, um an den Dritten im Bunde heranzukommen, den Vater von besagtem Lebemann, einem irren Wissenschaftler, der die letzten 17 Jahre in der Klapse verbracht hat und auf dessen Wirken damals offensichtlich vieles von dem zurückzuführen ist, was gerade sie beschäftigt. Und die Figuren sind alle 3 super interessant. Und auch das hätte ich nicht gedacht. Wenn man so Trailer oder so gesehen hat, wirkte halt gerade besagter Vater sehr auf skurril gedreht. Und manchmal ist er das auch. Es gibt so Momente, wo ich halt auch einfach denke, so, yo, Drehbuchschreiber, da hat ja auch irgendwer gesagt, der muss jetzt noch was Seltsames machen in der Szene. Aber die meiste Zeit funktioniert es erstaunlich gut. Also ich spreche jetzt momentan über den Pilotfilm und die ersten 3 regulären Episoden, aber sozusagen einfach als Ersteindruck, weil ich weiß, dass es, so wie ich mich kenne, lange dauern wird, bis ich die Zeit finde, mich komplett durchzugucken. Aber ja, die Storys, die erzählt werden, sind gut. Auch die Nebencharaktere sind relativ faszinierend, aber schon aus Gründen, die ich an dieser Stelle gar nicht weiter erläutern möchte, weil es spoilert dann zwar vielleicht in Anführungsstrichen nur den Pilotfilm, aber den sollte man halt auch gesehen haben. Und was die Serie auch hat, ist ein immenser Production Value. Ich weiß nicht, kennst du den Vorspann von Panic Room? Nein. Ah doch, das mit der Kaffeetasse? Ja, aber diese, das meine ich weniger, sondern dass die ganzen Credits sozusagen perspektivisch korrekt in die Szene eingeblendet sind, als wären die Teil der Architektur sozusagen. So. Das macht die Serie bei jeder einzelnen Ortseinblendung. Meinetwegen ist das eine Kamerafahrt und die Kamera schwenkt aber perspektivisch korrekt an der Schrift, wo du gerade bist, vorbei zur eigentlichen Szene. Oder was ich unglaublich cool fand, es gibt eine Einstellung, wo sie in den Irak schalten. Und die erste Einstellung, die du siehst, ist so eine ganz klassische, du schaust von oben auf die Stadt und Hubschrauber fliegen knapp unterhalb der nach unten geneigten Kamera.
Kamera. Und in das Stadtbild eingebettet ist dann halt irgendwie Bagdad, Irak. Und dann kommt der Umschnitt von unten, um den Hubschraubern in so einer Verfolgerkamera nachzuschwenken. Aber bei diesem Schwenk kommt das Kuh wieder ins Bild, was halt sozusagen gedacht über dieser Szene schwebt. Das ist ein visuelles Gimmick, aber das ist super gemacht und ist also, ich meine, Akte X hatte halt seine ikonischen Einblendungen mit diesen Schreibmaschinen-Textdingern unten links. Und das ist halt einfach ein unglaublich cooler Effekt und das ist jetzt exemplarisch für ganz viel, was die Serie macht. Auch beispielsweise einfach von der Qualität der visuellen Effekte jetzt nicht im Sinne von, also der Spezialeffekte, also der praktischen Effekte am Set. Es gibt in relativ zu Beginn ein Opfer, dessen Haut so gallertartig wird, wo du dann die Muskeln unter der flüssig zäh gewordenen Haut erkennen kannst. Und das sieht fantastisch aus. Also das ist ein richtig, richtig guter Live-Make-up-Effekt. Wenn die Serie das hält, was sie da bis jetzt gebraucht hat, dann bin ich auf jeden Fall Fan. Mit meinem Glück tut sie das nicht. Aber ich werde auf jeden Fall weiterhin berichten, aber ich wollte trotzdem an dieser Stelle einfach schon mal sagen, wem es vielleicht genauso ging wie mir und das Ganze eher unter Vorbehalt gesehen hat, mal reingucken. Die Serie ist bei Amazon Prime zu kriegen und zwar auf Deutsch und Englisch, aber natürlich auch auf allen optischen Datenträgern dieser Welt zu kaufen. Also wer irgendwie Bock drauf hat, es gibt auf jeden Fall einen guten Weg, das zu schauen. Yay, gut. Kommen wir jetzt zum Hauptthema, wenn man das so nennen kann. Wollen wir vielleicht mit dem größten der Blöcke beginnen? Es war Redcon. Ja, es war Redcon. Du warst wieder nicht da. Ja, ich habe gearbeitet für dich. Was gut ist, Redcon, Ulysses Hausmesse, das heißt, viel zu tun. Ja, das sind so diese Momente, wo man weiß, man ist Verleger, wenn plötzlich du stehst an einem Stand und du drehst dich um und da steht ein Klingone vor dir und fordert dann ein, so, du, ihr macht doch jetzt Earth Dawn, da müssen unbedingt Dunkelelfen noch mit rein. Ich glaube nicht. Convention sind immer ganz toll. Ja, große Diskussion um DSA 5. Habe ich nur am Rande mitbekommen. Ich habe es auf Twitter verfolgt, ja. Ja, das war, Jens und Alex haben sich der versammelten DSA-Leutschaft, die da im Workshop-Raum rumhing, in dem epochalen dreistündigen Workshop den Fragen gestellt. Ja, also laut den Twitter-Meldungen schien es ja vor allen Dingen viele Leute zu stören, dass die Steigerungskostentabelle jetzt verständlich ist. Ja, und es wurde am Ende diskutiert, ob sie nicht doch fünfspaltig gemacht wird. Ja, also das kann ich, glaube ich, tatsächlich als Konsens irgendwie mitnehmen, dass einige DSAler es tatsächlich als Beleidigung ihrer Intelligenz empfinden, dass es jetzt eine Vereinfachung von allem gibt. Also da gab es, glaube ich, immer so einen Dialog. Man kann ja wohl erwarten, dass Leute 10 Werte verrechnen können oder, und die Antwort war dann immer, ja, kann man, aber wieso sollten sie das? Das Ergebnis ist so das gleiche und man kommt einfacher dahin. Dann diese empörte Stille, weil einfach das Gegenargument fehlte und dann wurde diese Frage einfach von jedem anderen nochmal wiederholt. Und das ist mehrmals passiert. Es hatte auch so ein bisschen auf von dem, was ich auf Twitter verfolgt habe, so das Gefühl, als wenn teilweise die Nachfragen unter so einem Duktus von, vielleicht habt ihr nicht verstanden, was meine Kritik ist, ich versuch's nochmal. Ja, aber dann auch von unterschiedlichen Leuten. Also Jens war am Sonntag völlig fertig. Also der ist zwar Dozent an der Hochschule, aber ich glaube, so diese Art von hermeneutischem Zirkel und Fragestellen ist er so nicht gewohnt. Ja. Also ich meine, auch wer mein DSA 5 Beta-Tagebuch auf der Dorp vielleicht verfolgt oder sowas, oder wer es halt selber spielt, weiß, dass da durchaus noch an vielen Bereichen Handlungsbedarf ist. Aber ich fand es faszinierend, was teilweise andere Leute wohl als Handlungsbereich wahrnehmen. Weil, was weiß ich, beispielsweise, dass die Kritik, dass die Abenteuerpunkte, die vergeben werden, sich sehr wenig anfühlen, weil die Zahlen halt sehr klein sind. Die kamen in meiner Runde auch auf. Das ist hier im Zweifelsfall auch einfach nur ein Zahlenskalierungsfaktor. Aber ich glaube, die Steigerungstabelle ist das Letzte, was in irgendeiner Form kritisiert werden würde. Es sind alle einfach nur froh, dass man nicht mehr von A+ bis H gehen muss oder so. Ja, das sehen ja einige Leute anders. Also denen fehlt dann das Feingranulierte, um dann eben zeigen zu können, dass der Zauber so und so halt nicht gut ist und deswegen ja leichter gesteigert werden kann. Dann so Gegenargumente wie wäre es, wenn wir den Zauber einfach sinnvoll machen? Das bricht denen das Herz. Also das ist ja dann nicht mehr richtiges DSA. Ja, das ist genauso wie die Sache mit den Karmal-Zauberern, den neuen Geweihten. Bin ich ja großer Fan von, aber für viele Leute fühlt sich auch das nicht richtig an. Ja. Also auch, wie gesagt, ich habe das ja auch alles schon geschrieben und hier schon mal gesagt oder so, aber das war auch so eine dieser Neuerungen, die als dieses Jahr aufkam, bei uns eigentlich fast geschlossen zu einem Ja, endlich geführt hat. Aber es zeigt natürlich auch ganz interessant, wie unterschiedlich Spielerinteressen einfach sind. Ja, gerade bei DSA. Also, wie hat mal jemand gesagt, wir sind uns einig, dass wir alle DSA spielen, wir sind uns aber auch einig, dass keiner damit das Gleiche meint wie der andere. Einfach durch DSA 4, weil das ja immer versucht hat, alle möglichen Geschmäcker zu bedienen, gibt es da eine sehr große Diskrepanz, was man eigentlich unter Rollenspiel versteht. Wir hatten noch zwei besonders engagierte Spieler, die auch später dann noch am Stand waren, um nochmal mit Alex gezielt zu reden. Die waren gegen DSA 5, weil die Attribute nach oben begrenzt sind.
Sie erklärten, das fühlt sich für sie da nicht richtig an, wenn ihr Level 50 Magier Purpurwürmer nicht mehr auf Reichweite Horizont mit einem Angriff töten könnte. Aha. Der Moment war, Level 50? Ja, das wäre in ihrer einen Runde. Im anderen hätten sie Level 40 Krieger. Und wenn Mut unter 28, das wäre ja dann gar nicht wirklich. So, Pathfinder, das hatte ich gehört und habe dann Pathfinder vorgeschlagen, ob sie das nicht vielleicht als Alternative spielen wollen, aber nein, das haben sie abgelehnt, das wäre ja kein richtiges Rollenspiel. Ja, unsere Zuhörer genauso wie du sehen mich gerade hier nicht kräftig Stirn runzeln. Ja, Level 50, das heißt, was? Das war bei DSA 4 ist es, glaube ich, alle 1000 Abenteuerpunkte ist eine Stufe? Nee, DSA 4.1 hat die Stufen ja ganz abgeschafft. Ja, aber so als Orientierung. Und DSA 4.0 weiß ich nicht mehr. Ich meine, das wäre keine geradlinige Sache gewesen, aber boah. Ich meine, es wären 1000, aber das ist schon mal echt eine Ansage, ne? Ja, aber mein Versusbox nicht hier, insofern kann ich es nicht mal nachgucken, aber ja. Ja, so viel zum Thema. Überlegt euch, was ihr wollt und wählt dann dazu das passende Spiel, anstatt irgendwie einen Spielstil auf ein bestehendes Game zu oktroyieren. Wow. Das war schon bemerkenswert. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Ich fände es auch durchaus ganz spannend, wenn, falls Zuhörer uns zuhören, die bei dem Workshop anwesend waren, anders als wir beide, die vielleicht auch noch Bock haben, sozusagen ein bisschen ihre Wahrnehmung wiederzugeben. Wie gesagt, ich habe es halt auf Twitter verfolgt, während ich hier an was anderem gearbeitet habe. Und du warst zwar auf der Redcon, aber nicht im Raum. Ich finde DSA 5 halt insgesamt eine sehr spannende Sache, weil jetzt mal unabhängig davon, dass man teilweise online halt auch Vergleiche was liest, was weiß ich, wie der Beta-Test bei Splittermond abgelaufen ist zu dem Vergleich zu dem von DSA. Aber DSA ist halt so ein ganz eigenes Biest, weil das auch einfach auf vielen, vielen, vielen Jahren von sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen, Editionen und auch einfach, ja, wie soll ich sagen, Vorstellungen, wie das denn zu sein hat, aufbaut. Und das ist halt so ein Ding, wo man es niemals allen recht machen wird. Aber ich finde es halt tatsächlich ganz spannend zu sehen, auf welche Art und Weise man es Leuten recht oder nicht recht machen kann. Mhm. Wobei da auch der Redcon auch nochmal sehr deutlich geworden ist, trotz dieser paar, sagen wir mal, sehr interessanten Ansichten in den Workshops. Die Kritik in den Foren ist nicht maßgeblich für das Feedback, was für DSA reinkommt. Der Großteil des Feedbacks zu DSA 5 ist tatsächlich konstruktiv und nicht über die Foren. Das kommt über das Feedback-Formular rein, das kommt über E-Mails rein und es wird auf den Cons eben weitergetragen. Und da sind die Leute in keinster Weise so aggressiv und so ablehnend, wie es im Forum dargestellt wird. Also das ist immer von der Außenwahrnehmung immer komplett anders. Die Leute in den Foren sind nicht der Großteil der Community. Mhm. Der Großteil der Community von einem Spiel möchte einfach nur spielen. Ja. Ich finde, das wird gerade jetzt bei DSA 5 wieder sehr deutlich, weil wann gehst du in ein Forum und schreibst viel, wenn dich was stört, nicht wenn du irgendwas liebst. Und deswegen kommt das gerade mal sehr stark raus. Ja. Naja. Immerhin haben jetzt alle Redcon-Besucher tatsächlich auch die Gelegenheit, sich mit DSA 5 zu beschäftigen. Immerhin war in jeder Begrüßungstüte ein Beta-Regelwerk drin. Das ist schon ein ziemlich krasser Giveaway eigentlich, aber ja. Ja, das hat halt auch nur eine begrenzte Lebenszeit. Was soll denn das noch im Lager liegen? Und dann hat auch keiner mehr eine Ausrede, dass er das Ding halt nicht hat. Naja, und es gab keine richtige Redcon-Tasse dieses Jahr, sondern kurzfristig sind noch Teetassen organisiert worden mit einem unfassbar kitschigen Sternzeichenmotiv jeweils drauf. Okay. Ja, das sind auch Teetassen, das heißt, die hatten auch noch so einen Keramik-Einleger für den Tee und einen Deckel. Das ist ja abgefahren. Ja, ne? Also gibt's Bilder von dem Netz, da gibt's ganz tolle Sachen, die da rausgekommen sind. Also wenn du kitschige Glitzer-Fantasy magst, sind das tolle Teetassen für dich. Ich bin jetzt nicht zwangsläufig die Zielgruppe, glaube ich. Aber ja. Ach, schade. Ja. Ich habe relativ wenig von der Redcon dieses Jahr tatsächlich mitbekommen, weil ich die meiste Zeit am Stand war oder in irgendwelchen Gesprächen. Ich wäre viel lieber auch ein bisschen länger noch oben im Tabletop-Bereich gewesen, wo die meisten meiner betreuten Leute halt rumlaufen. Battletech hat wieder eine deutsche Meisterschaft gehabt, ist auf echt beeindruckendem Gelände auf vielen Tischen gespielt worden. War Machine und Hordes war wieder groß vertreten. Infinity hatte auch ein Turnier. Ja, nicht schlecht. Ja. Ich gehe gerade nochmal im Kopf die ganze Messe ab. Draußen das Außengelände war nicht so groß, weil zur gleichen Zeit war ja noch Drachenfest und die meisten Mittelalterhändler oder so etwas waren halt da vor Ort. Mhm. Insgesamt waren die Besucherzahlen nicht so hoch wie das Jahr zuvor. Die waren eher überschaubar. Das hängt vermutlich gleichzeitig mit Wacken und Drachenfest und Animania oder wie diese Manga-Messe heißt. Animagic, oder? Animagic, ja. Die hat bestimmt auch nochmal ein paar Kunden abgezogen. Ja, die ist letztes Jahr mal nicht auf die Feencon gefallen. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich meine mich erinnern zu können, also zumindest war da irgendeine Anime-Messe. Man verzeiht mir, dass das der eine Nerd-Bereich ist, wo ich irgendwie relativ wenig Ahnung aufbringen kann. Aber ich bin halt von der Feencon letztes Jahr irgendwie heimgefahren und saß dann im Zug und war eigentlich ganz froh, unter normalen Menschen einfach nur vor mich hinschweigen zu können. Und plötzlich füllte sich der Raum mit Manga-Gestalten und Papphillebarden machen Zugabteile ziemlich eng. Nun gut. Ja.
Wir hatten dieses Jahr auch noch als besonderes Feature unsere Zeichnerin auch mit am Stand. Die Leute konnten morgens da hinkommen und dann auswürfeln, dass sie ihren Charakter als DSA-Mini gezeichnet bekommen. Vielleicht hat der eine oder andere unsere die ikonischen DSA-5-Charaktere auch schon als diese niedliche kleine Variante gesehen. Und man hatte jetzt die Möglichkeit, kostenlos dann noch seinen eigenen Charakter in diesem Stil gezeichnet zu bekommen. Das war auch wieder interessant, weil das kam dann noch DSA-Fans an und meinten dann zu der Zeichnerin so, das passt ja überhaupt nicht zu DSA, das ist doch ein totaler Stilbruch und so etwas. So, ja, aber kommt doch nicht in die Regelwerke und es ist doch niedlich und es gefällt doch. Dann ging der dann grummelnd weg und stand dann später dann auch zum Würfeln an, um seinen Charakter gezeichnet zu bekommen. Ja, sowas kann dann auch passieren. Ich bin total beeindruckt davon, wie Nadine das macht, also wie die da live gezeichnet hat. Die hat ja, glaube ich, Samstag und Sonntag jeweils 4 Charaktere dort hinbekommen. Also jeweils in einer Stunde bis 2,5 oder so einen gezeichnet. Die sind echt super niedlich geworden. Bin sehr gespannt, was da noch bei rumkommt. Ja, aber gut, vielleicht so viel zum generellen Thema Redcon. Ein Thema, worüber du auf der Redcon einen Vortrag gehalten hast und wo ich unabhängig davon in der Wired, also in der Online-Ausgabe der Wired, auf etwas gestoßen bin, was mich dazu brachte, dass ich das hier auch nochmal irgendwie ansprechen wollte. Und ein Thema, das gerade, wo wir das aufzeichnen im Tunnelorn, beginnt richtig Fahrt aufzunehmen. Umsatzzahlen im Rollenspielbereich. Ja, ich habe am Sonntag mal ein Workshop darüber erhalten, was kostet ein Buch. Und in diesem Kontext dann auch mal gesagt, wie hoch die Auflagenzahlen halt für Romane und Rollenspielpublikationen für die verschiedenen Reihen, zumindest die von uns betreut werden, sind. Das hat zu doch schon ein paar Stirnrunzeln bis geschockten Gesichtern geführt, als man darüber mal redet, dass irgendwie ein Pathfinder-Quellenbuch halt nur so 300 Mal sich verkauft im ersten Jahr und ein DSA-Abenteuer immer noch so zwischen 1000 und 1500 Mal gedruckt wird. Mhm. Oder so ein Quellenbuch halt 3000 Mal. Und dass das dann auch für 2 bis 3 Jahre halten muss oder hält. Viele Leute haben, glaube ich, sehr viel höhere Zahlen sich vorgestellt. Das ist aber ja allgemein im Buchbereich so. Ich habe ja jetzt die letzten beiden Jahre nicht, aber die Jahre davor auf der RPC immer diesen Wenn nicht jetzt, wann dann Vortrag über Selbstverlagsveröffentlichungen gehalten. Und im Zuge dessen, weil halt auch irgendwie immer die große Gegenkritik kommt, irgendwie so, ja, aber wenn ich das im Selbstverlag rausbringe, dann kaufen das dann nur ein paar hundert Leute. Ja, halt auch ähnliche Zahlen einfach mal in den Raum geworfen, um das zu relativieren. Ich meine, klar, ne, wir wissen beide, dass im Publikumsverlagsbereich auch andere Zahlen existieren. Aber selbst da gilt das ja auch nicht für alle. Was ich halt auch immer wieder, also vielleicht mache ich ein Foto und Post drunter, wenn ich noch dazu komme. Ich habe hier das Verlagsprogramm vom DTV liegen von vor ein paar Jahren, als ich auf der Buchmesse war. Da habe ich das mitgenommen. Und das ist halt selber ein Taschenbuch von um die 300 Seiten. Das ist halt nur das damals aktuelle, auch lieferbare Programm vom Deutschen Taschenbuchverlag gewesen. Das sind wirklich viele Bücher, wenn du dir das vor Augen führst. Und das werden nicht alles entsprechende Bestseller sein. Wie denn auch? Ja. Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel dann auch drüber gesprochen, so ein Battletech oder ein DSA-Roman, der wird halt 1500 Mal gedruckt in der ersten Auflage. Eine zweite Auflage ist eher selten und viele von denen haben halt dann auch eine Lebensdauer von 1,5 Jahren oder mehr. Und als die meisten Leute dann hören, so nur 1500 Romane, das ist ja wohl total wenig. Und ja, wenn du es mal mit anderen Verlagen vergleichst, die wären froh, wenn sie in dem Zeitraum 1500 von irgendwas verkaufen könnten. Und das sind jetzt nicht nur Rollenspielverlage, sondern auch tatsächlich auch Belletristikverlage, die davon auch leben, Leute. Das ist, glaube ich, mal interessant, so ein paar Zahlen überhaupt in den Raum zu werfen. Ich werde den Workshop auch noch ein bisschen ausarbeiten und dann als Artikelreihe bei Ulysses auch online stellen, um mal auch genauer auf einzelne Punkte einzugehen, wie dieses, hey, die Händlermarge beträgt übrigens 50%. Wenn ihr ein Buch für 20 Euro von Ulysses kauft, heißt das nicht, dass der Händler sich aufs Fahrrad setzt, nach Waldems fährt und doch die 20 Euro auf den Tisch legt. Nee, der hat das vermutlich für 10 Euro oder so eingekauft. Ja. Und von den 10 Euro, die du bekommst, muss ja erstmal der Vorschuss des Autors bezahlt werden, der Druck und alles. Dass es schon mal ein Jahr dauern kann, bis du überhaupt die Kosten von dem Buch wieder reinbekommen hast. Und dieses Jahr hast du halt kein Geld mit dem Buch verdient, sondern hast bis jetzt nur investiert. Und danach kommt erst Geld rein. Und dazwischen musst du halt auch irgendwie Geld verdienen. Das ist halt diese Cashflow-Problematik, ja, die schon viele Verlage gekillt hat. Auf jeden Fall. Der Wired-Artikel, der mir parallel untergekommen ist, hat den sehr reißerischen Titel This Sci-Fi Author Thinks Amazon Will Cause an Apocalypse. Und geht über oder handelt von Charles Dross, dem Kerl, der unter anderem die Laundry Files, ich glaube schon, Romane schreibt. Und es geht halt letztlich um das übliche Thema, was momentan in Sachen Amazon überall immer wieder auftaucht. Eben Amazons Versuch, die E-Book-Konditionen zu diktieren, kombiniert mit irgendwelchen mehr oder weniger offensichtlichen Embargo-Aktionen gegen Verlage, um die halt, ne? Ich denke, das ist jedem schon mal irgendwie untergekommen. Artikel kann man lesen, war für mich jetzt wenig Neues drin, aber dann habe ich den größten Fehler gemacht, den man im Internet machen kann, und habe mal über die Kommentare gescrollt. Nein!
schön. Und da ist ein User namens Ivano Mai. Und dieser User beginnt bereits, dass er utterly sick and tired wäre, was das ganze Thema beträfe. Und schreibt dann weiter, they're doing what they love and getting paid for it, just not as much as they'd like. Amazon is business. If they don't screw you over, eventually someone else will. Totally first world problem. When any writer, from the famous to the unknown, starts talking about money, then they are no longer an artist in my eyes. Ja, das geht ja stellenweise auch in dem Tunnelorn-Thread, so wie ich ihn verfolgt habe, auch darum, dass es eben so, ja, wie ihr wollt Geld dafür, das ist doch dann nicht rechtens oder so, weil ihr wollt ja nur, weil ihr Bock, das als Hobby zu machen, deswegen muss ich euch ja nichts dafür bezahlen. Das finde ich sehr schwierig. Also der erste Gedanke, der da mitschwingt, der mich regelmäßig auf die Palme bringt, ist diese Prämisse, dass wenn es Spaß macht, es keine Arbeit für Geld sein kann. Das ist aber sehr deutsch, glaube ich. Also, dass Arbeit etwas ist, wo du hin musst, um Geld zu verdienen. Das machst du nicht freiwillig und versuchst, Arbeit zu vermeiden. So etwas wie wir machen irgendwie, wir verdienen Scheiße, aber ich kann morgens es gibt keinen Tag jetzt bei Ulysses, wo ich gesagt hätte, ich stehe morgens auf und denke mir, was für eine Scheiße, ich muss da wieder hin. Sondern ich denke, ich bleibe auch schon mal gerne eine Stunde länger, weil mir einfach mein Job Spaß macht. Ja. Selbst wenn er scheiße bezahlt ist. Klar. Und da, wie gesagt, das ist aber sozusagen die eine Prämisse. Ganz völlig abgesehen vom Rollenspielmarkt jetzt oder sowas, ist das eine Denke, die mich völlig auf die Palme bringen kann. Was aber auch mitschwingt, und das ist genauso diskutabel, ist dieser Gedanke, dass das Schreiben oder eine andere kreative Tätigkeit, weil er verwendet ja auch sozusagen den Begriff Artist am Ende, also ganz allgemein gefasst, dass das irgendwie immer so total toll wäre. Weil ich kenne, keine Ahnung, also Schreiben ist harte Arbeit, gut schreiben ist harte Arbeit, genauso wie jeder andere Schritt an einem Buch, wenn er ordentlich gemacht ist, durchaus harte Arbeit ist. Das kann Arbeit sein, die einem trotzdem Spaß macht, aber ich vermute einfach mal, keine Ahnung, ich layoute gerne, ich mache das wirklich gerne, es ist schön, Bücher hübsch zu machen. Es gibt aber trotzdem Bücher, die einfach Mistbiester sind und die sich scheinbar mit allem, was sie können, wehren, umgesetzt zu werden. Und so diese Doppelprämisse, die daraus halt entsteht, dass auf der einen Seite die Leute sich mal nicht beschweren sollen, immerhin haben sie Spaß bei der Arbeit, und auf der anderen Seite, dass das dann gar keine richtige Arbeit sein kann. Da, weiß ich nicht, Kommentare, bitte, denken Leute so? Ist das die Mehrheit oder ist das hier ein Forenphänomen? Ist die Mehrheit sich schon bewusst, dass das auch Arbeit ist? Ja, vielleicht, weil es nicht als Zwang empfunden wird, sehen einige Leute es vielleicht tatsächlich nicht als Arbeit an. Das kann doch sein. Also, dass wenn du, ich werde dafür bezahlt, dass ich hier bin und diese Arbeit leiste. Und ich denke halt, ich bin hier, weil es mir Spaß macht und ich bekomme Geld dafür. Das ist nicht nur eine Frage davon, wie du halt mit der Arbeit umgehst, sondern auch, wie du dich selbst siehst und wie du mit dem Leben zufrieden bist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der so unzufrieden mit seinem Job ist, dass er halt nur sagt, ich mache das halt wegen des Geldes, aber eigentlich hasse ich das und ich bin keinen Tag glücklich, dass ich überhaupt zu dieser Arbeit fahren kann. Ich glaube, der wird einfach nicht im Leben auch nicht glücklich. Das ist so eine total schreckliche Existenz. Da kann man so viel Geld haben, wie man möchte. Dann muss man dann halt dieses Geld dann wieder investieren, um etwas zu tun, was man mag, um dann wieder aus dieser Falle rauszukommen. Ja. Ich finde, das ist keine Lösung. Auf keinen Fall. Aber das ist halt irgendwie, ja, klar. Mhm. Ich meine, man muss natürlich auch ganz klar sagen, was wir beide machen, ist jetzt nicht unbedingt von höchstem gesellschaftlichen Wert. Also irgendwie, was weiß ich, mein Kumpel Tim, der arbeitet im Aachener Klinikum, und ich bin mir ziemlich sicher, dass was der tut, für viele Leute sehr viel kritischer ist als das, was wir tun. Und auch wenn Leute sich vielleicht ganz schrecklich darüber aufregen, wenn irgendwo ein Layout-Fehler in einem Game of Thrones-Quellenbuch ist, das ich gelayoutet habe, ganz ehrlich, wenn der da entsprechend als Intensivpfleger Mist baut, ist das sicherlich krasser. Gleiches gilt für viele andere Freunde von mir, die halt irgendwie im Gesundheitswesen oder in irgendwas in der Art und Weise arbeiten. Aber das bedeutet ja trotzdem nicht, also das bedeutet dir auch nicht, dass das irgendwie alles in den luftleeren Raum reingearbeitet ist, weil ich denke halt, also meine persönliche Meinung ist halt auch immer, kreative Arbeit im Verlagsbereich oder meinetwegen auch im Fernseh- oder Radiobereich, dient ja durchaus auch den Leuten. Die Leute wollen es ja konsumieren. Die Leute, die sich darüber aufregen, dass die Autoren gefälligst nicht so klagen sollen, sie haben schließlich so schöne Arbeit, die kaufen ja trotzdem mutmaßlich Bücher oder E-Books oder so, um das zu konsumieren, oder konsumieren andere Medien, wie zum Beispiel das Fernsehen, was ja auch geschrieben wird, letztlich. Ja, wobei, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, weil die sagen dann, ja, du machst doch hier Kunst, und die würdest du auch machen, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest. Der soll überhaupt mal froh sein, dass Leute überhaupt Geld dafür bezahlen, dass du Spaß haben kannst und dass ich dir dann auch noch dafür Geld gebe. Sei ja gefälligst mal dankbar für deine 60-Stunden-Woche hier. Ja,
Nein, das gibt es. Also das irritiert mich auch. Aber wie ich ja schon mal auch im Podcast sagte, ich glaube immer noch, dass die Wertschätzung auch finanzieller Art und die Geld und die Monetarisierung von dieser kreativen Arbeit eines der wichtigen gesellschaftlichen Probleme ist, die wir jetzt noch im 21. Jahrhundert angehen müssen. Das ist ja auch diese ganze Copyright-Sache, die jetzt schon seit einigen Jahren durchs Netz geistert und wo keiner eine Lösung für hat, weil einfach keiner weiß, wie kann ich die Arbeit, wir sind ja weitestgehend von der körperlichen Arbeit zu Kopfarbeitern geworden, aber unser gesamtes Berufsfeld ist immer noch darauf ausgelegt, dass wir eigentlich anwesend sein sollen, um irgendwie Arbeit zu tun und nicht, dass wir irgendwie etwas Geistiges schaffen, worauf dann andere auch noch zugreifen und wie kann der andere dann mich monetarisieren dafür, dass er auf meine geistige Arbeit zugreift. Ist das überhaupt möglich? Ist das gewünscht? Dafür haben wir überhaupt noch keine Lösungsmöglichkeiten. Das ist richtig. Was halt auch in dieser Weise gar nicht vorhanden ist, was zumindest die Amerikaner im Fernsehbereich voraus haben oder im Fernseh- und Kinobereich, ist halt, ich meine, das Gildensystem des amerikanischen Medienbereichs ist für den gemeinen Europäer ein relativ gruseliger Apparat. Aber de facto bedeutet das die Existenz der Writers Guild of America auch schlicht und ergreifend, dass es eine Lobby gibt mit Vertretern, die für diese Autoren eintreten. Und die hat auch zum Beispiel, was weiß ich, wenn du fürs Fernsehen schreibst, dass du jemanden hast, einen großen Kumpel sozusagen, den du rufen kannst, wenn die ja nun nochmal in ganz anderen Dimensionen arbeiten, in Fernsehstudios oder so, vielleicht deine Rechte nicht achten und die vielleicht auch versuchen, einfach einen Diskurs anzustoßen, um sowas wie das von dir angesprochene Copyright-Problem, um da überhaupt mal eine Entwicklung reinzubringen. Und das sehe ich halt bei uns auch überhaupt nicht momentan. Also jetzt mal im Rollenspielbereich außen vor gelassen, aber auch sonst halt. Ich weiß nicht, gibt es eine Gewerkschaft? Also welche Gewerkschaft vertritt einen Autoren? Ich kann es ja nicht sagen. Also da gibt es bestimmt mehrere kleinere, die sich vermutlich alle spinnefeind sind, weil die es ja als einzige richtig machen und alle anderen falsch. Eine Kopfarbeiter-Großgewerkschaft oder so etwas, kann ich mir auch relativ schwierig vorstellen. Ja, ich weiß es halt deshalb, wir wollen irgendwann mal eine Episode machen, was vielleicht auch für die Zukunft versprochen, wo wir sozusagen mal Podcasts vorstellen, die wir gerne hören, also so eine Art Meta-Podcast. Mhm. Und einer dieser Podcasts, um das kurz vorwegzunehmen, nennt sich Script Notes und ist halt auch von zwei amerikanischen Drehbuchautoren sozusagen geführt und einer von denen ist auch ein relativ aktiver Writers Guild-Mensch. Und daher habe ich da in letzter Zeit auch ein bisschen mehr einfach drüber nachgedacht, weil halt entsprechend der manchmal auch berichtet von Dingen, die sich geändert haben und Rechten, die sich geändert haben. Und halt auch, man kann denen halt auch irgendwie Fragen schicken und beantworten, die in der Folge sowas weiß ich. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, rechtliche Frage sowieso. Und ja, mir... Also, ich sehe es in Deutschland momentan alleine von gesellschaftlicher und rechtlicher Sache sehr schwierig, weil unsere Rechtsprechung ist ja nach wie vor völlig mit dem Internet überfordert und allem, was damit zusammenhängt. Ja. Sei es nun wegen des Leistungsschutzrechts, was jetzt ein Jahr alt ist und was zu grässlichen Konsequenzen geführt hat, wenn überhaupt. Aber jetzt auch so etwas wie die neue Bundle-Regelung, dass wenn ich ein Buch mit PDF verkaufen möchte, ich das PDF mit 19% Mehrwertsteuer berechnen muss, weil es eben nicht unter die Buchregelung fällt und das Printprodukt weiterhin mit 7%. Dafür hatte der Gesetzgeber den Verlagen und dem Einzelhandel, der dann die Bücher weiterverkaufen muss, eine Frist von 3 Wochen gesetzt. Und du kannst sogar nicht einfach sagen, dass das Buch Plus dann einfach mit dem kostenlosen E-Book geliefert wird, sondern du musst das kostenlose E-Book dann auch nochmal mit entsprechenden Steuern versehen, berechnet auf dem E-Book, das du einzeln anbietest. Ja. Also momentan, deswegen sind alle Bundles plötzlich vom Markt verschwunden, obwohl die Regierung ja eigentlich noch gesagt hat, dass sie auch diesen Missstand beheben möchte, dass E-Books bitte jetzt auch 7% kosten statt 19%. Und das ist zum Beispiel ein Problem, was uns im Verlag momentan sehr, sehr antreibt, ja, die Bundles wieder verfügbar machen zu können. Aber das ist ein Riesenproblem, auch von rechtlicher und gesellschaftlicher Seite. Es betrifft ja auch nicht nur Deutschland jetzt mit der ganzen #Neuland-Geschichte, sondern halt auch, hast du das in Spanien mitbekommen? Ja, die, ja. Ein laut geändertem spanischen Recht ist ein Link entsprechend bereits eben möglicherweise ein Urheberrechtsverstoß und abgabepflichtig. Also wenn ich irgendwie auf einen Artikel verlinke, für den ein urheberrechtliche wie auch immer besteht, dann muss ich da entsprechend Abgaben zahlen und das Strafmaß reicht bis zu 300.000 Euro oder 6 Jahren Haft. Ja, auf die Art und Weise wird es nicht klappen. Also Spanien hat sich ja gerühmt, denn damit wird das Internet entsprechend sauber und damit würde dem Ganzen endlich mal ein Riegel vorgeschoben wurde. Ja, wohingegen in Großbritannien hat man jetzt einfach gesagt, sowas wie Internetpiraterie und so und Copyright-Verletzungen wird einfach vom Strafgesetz nicht mehr verfolgt. Da haben die einfach keine Zeit und keine Muße mehr für. Was effektiv heißt, dass sie es damit legalisiert haben, weil wo kein Richter, da kein Henker. Ja. Das kann einfach nicht umgesetzt werden. Also, wie schon gesagt, es ist momentan ein sehr spannendes Thema und keiner weiß, wohin es eigentlich geht. Es finden momentan sehr viele Grabenkämpfe statt, was diesen ganzen Bereich angeht. Bin sehr gespannt, wo wir da irgendwann, wenn wir mal ins Rentenalter kommen, dann tatsächlich stehen. Auf jeden Fall. Ich bin aber auch ganz ehrlich gespannt, wo wir
weiß ich nicht, vom Berufsweg her stehen, wenn wir ins Rentenalter kommen. Aber das ist ich glaube nicht mehr, dass wir dann noch Rente kriegen, aber... Ja, wenn wir 67 werden halt. Mein anderer Aufruf an unsere Zuhörer, falls euch irgendwie sowas mal unterkommt, ne? Also irgendwie Themen, von denen ihr glaubt, dass die irgendwie mit in unseren Bereich hereinfallen, wo ihr irgendwie denkt, es wäre cool, wenn wir darüber sprechen. Ich weiß, dass das teilweise in den Kommentaren schon mit entsprechend allgemeinen rollenspielspezifischen Themen immer mal gemacht wurde. Aber wenn es halt auch irgendwo sozusagen was Tagesaktuelles ist, von dem ihr meint, dass es cool wäre, wenn wir darüber sprechen würden, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, Kommentare. Ich habe noch eine Sache hier aufstehen, weil auf der Redcon ist ja noch was anderes Interessantes passiert. Genau. Ich konnte am Samstag, übrigens Freitag habe ich noch einen Workshop gehalten darüber, wie man für Ulysses arbeitet und Exposés und so einreicht. Wenn euch das interessiert, hört einfach den Dorpcast zum Thema. Ja, bevor ich das nochmal zusammenfasse. Aber Samstag habe ich dann noch die Neuheiten im Bereich Non-DSA vorgestellt. Wir haben inzwischen den Verlagbereich bei uns scherzhaft dann in DSA und Non-DSA unterteilt, so wie man im Supermarkt Food und Non-Food hat. Und schön. Ich als Sprecher dann eben von Non-DSA habe dann einfach mal vorgestellt, was so alles kommt. Ja, saßen halt 10 Leute da, wie sich das auch im Redcon gehört, während du ja einen Workshop über die Zukunft des Zweltals in den nächsten 5 Jahren halt 30 Leute sitzen haben kannst. Mhm. Wohingegen alle Themen, die nichts mit DSA zu tun haben, 10 Leute angelockt haben. Und als großen Knaller am Ende haben wir dann die neue Reihe vorgestellt, die wir dann im Jahr 2015 präsentieren wollen. Und es ist die World of Darkness. Way. Ja. Ich finde das wirklich cool. Ja, dann zur RPC wird dann vermutlich das Grundbuch von Vampire, die Maskerade V20 erhältlich sein. Auf Deutsch. Ja, endlos cool. Ja. Ne? Sag ich zumindest, ja. Ja, also das wird vermutlich über Crowdfunding realisiert. Also nicht, dass wir als Ulysses das Geld ausgegangen wäre, aber es geht einfach darum, dass wir die ganzen Sondereditionen, viele Leute wollen jetzt bestimmt auch noch so eine besonders edle Ausgabe von diesem Spiel, was sie wieder an die 90er erinnert. Und bevor wir jetzt wieder uns in die Nesseln setzen und sagen, okay, es gibt einen Markt für besonders edle Spiele, lass uns einfach mal eine Summe X davon produzieren und dann kauft der Markt die irgendwie schon auf. Nein, jetzt machen wir das einfach gezielt auf jeden Kunden. Wenn jetzt irgendwie 17 Leute die echt ledergebundene Affenhaut-Ausgabe von Vampire nehmen wollen, ja, dann würden halt die entsprechende Anzahl produziert und darüber hinaus nichts. Mhm. Das macht es halt sehr viel einfacher. Zudem ist es ja auch kein Bundle-Angebot, wenn wir die PDFs zu den Büchern zum Beispiel dann noch anbieten würden, sondern das ist ja halt eine Vorbestellung, das ist halt diese ist ein weiteres Add-on oder ein Stretch Goal. Das heißt, du kannst. Ja, das heißt, wir können jetzt sozusagen das damit auch umgehen, diese gesetzliche Regelung. Ja. Weitere Bücher werden dadurch vermutlich nicht freigeschaltet werden, aber es können weitere Add-ons dazu kommen, dass dann irgendwie jeder Lieferung dann irgendwie so ein Set von Lesezeichen mit den Clan-Symbolen beigelegt wird oder so ein Kram. Oder es kommen noch mehr Lesezeichen ins Grundbuch. Weiß ich nicht. Muss ich schauen. Das ist auch noch nicht klar, über welche Plattform das kommt. Das wird ja auch noch im Herbst in Deutschland Kickstarter starten, wie dann die Konditionen dafür aussehen. Da ist die Regierung ja auch aktiv dabei, irgendwelche Gesetzgebungen völliger absurderweise dafür zu machen, dass man, wenn man zum Beispiel über 250 Euro plätscht von dem Anbieter, dann eine schriftliche Bestätigung darüber bekommen muss und so etwas, wo du auch... Was zur Hölle passiert hier? Das werden wir dann sehen, wie es dann tatsächlich am Ende aussieht. Es ist aber auch schon klar, zur RPC gibt es mindestens das erste Grundbuch, vielleicht auch schon das erste Ergänzungsbuch dazu. Und erstmal umfasst der Vertrag nur Grundbuch, das Abenteuer Staub zu Staub, das Kompendium mit mehr Regelelementen, Kinder der Revolution mit jede Menge NSCs zum Einarbeiten und Gejagte Jäger, also wenn man mal die Gegenseite zu den Vampiren dann zocken möchte. Mhm. Also Vampirjäger und die klassischen Hunter mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten und kirchliche Inquisition und so etwas, die werden da alle beschrieben. Das ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber auch alles aus der V20-Linie sozusagen. Genau, das ist alles aus der V20-Linie. Ich muss das jetzt fragen, wie steht das mit W20 und M20? Interessante Frage. Erstmal machen wir nur Vampire, aber wenn wir natürlich dann den Fuß in der Tür haben, sollte es kein Problem sein, dann auch noch, sagen wir mal, dann 2016 oder Ende 2015, je nachdem wie das dann läuft, auch noch Werwolf die Apokalypse zu machen und sollten es die Amis selbst mal gerissen bekommen, einen Magus zu produzieren, wenn die anderen Linien gut liefen, sehe ich da wenig Grund, uns da zu verweigern. Ja, kauft bitte alle V und W20. Ich will mein deutsches Magus wieder. Ja. Es ist ja da noch das alte Magus. Also vielleicht, wir haben uns ja auch an der neuen World of Darkness in der Magus-Variante zumindest mal versucht reinzulesen, aber das hat ja keiner von uns verstanden. Ja, also wir in dem Fall jetzt Dorp. Ja, ja. Bis auf Matthias. Genau, der Matthias schwört Stein und Bein, dass das Geilste ist, was jemals irgendwie in Richtung Magus gemacht wurde. Mhm. Und seit Jahren sprechen wir immer mal wieder darüber, dass er vielleicht mal eine Demo-Runde leiten könnte, um mich davon zu überzeugen. Aber bis das passiert und bis ihm das gelingt, ist dieses purpurne Buch mit der angeschnörksten Tarotkarte auf dem Cover mein Magus. Mhm. Aber haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Ich habe zu Magus ja gar keine Beziehung. Von daher ist mir das auch Wumpe. Aber ich vertraue deinem Urteil, dass das schon irgendwie toll ist. Wo denkst du, liegt der Reiz der alten World of Darkness, dass sie jetzt auch viele Jahre
wann ist denn das erst erschienen? 92 oder so, ne? So richtig lange her. Ja, das ist die V20, also das ist die 20 Jahre Jubiläumsedition gewesen. Also mindestens 20 Jahre werden es sein. Ja, dass das halt irgendwie sozusagen heute immer noch greift. Denkst du, das ist pure Nostalgie? Nostalgie ist sicherlich ein starker Faktor, aber wenn ich auch darüber höre, wie mein Chef, der das Ganze hier angeleitet hat, der Markus, der als großer Vampire von World of Darkness-Fan, halt dann immer noch anfängt, die Augen zu leuchten und er schon sagt, ja, da machen wir eine neue Chronik auf und dann habe ich schon ein paar Ideen. So, okay, da scheint doch mehr dahinter zu stecken, als ich irgendwie das jemals gesehen habe. Aber ich war ja nie Teil dieser Szene. Mhm. Deswegen muss ich da immer von außen drauf gucken und mir dann fragen, okay, das scheint ja sehr viele Leute begeistert zu haben. Und auch das Feedback, was wir zu der Ankündigung bekommen haben, war einhellig positiv. Achso, was wir noch sagen sollten, Feder und Schwert macht für uns die Übersetzung. Also wir haben die damit beauftragt, damit auch dann das sozusagen in Linie bleibt. Einschränkend allerdings, wir werden auch noch dann die Fans entsprechend fragen, welche Glossarbegriffe bitte dann überarbeitet werden sollen, damit wir dann auch eine überarbeitete Fassung dann von V20 rausbringen können. Also wer nicht mehr möchte, dass seine frisch geborenen Vampire dann irgendwie Küken genannt werden, kann das dann bitte in die entsprechenden Forum-Threads dann reinposten. Ja, die macht ihr noch explizit auf? Ja, also wenn der Podcast hier online geht, ist die entsprechende Meldung schon, die offizielle Pressemeldung für V20 schon online. Das sollte dann am Freitag passiert sein. Danach die Woche oder dann in absehbarer Zeit wird es dann auch entsprechende Artikel dazu geben, wo wir dann darum bitten, Glossar-Anmerkungen einzureichen. Okay. Ob die dann komplett so umgesetzt werden, weiß ich noch nicht. Das kann ich nicht sagen. Das wird dann bestimmt auch zu interessanten Diskussionen in dem Forum führen. Aber wir gucken uns das auf jeden Fall mal an und gegebenenfalls wird das dann überarbeitet. Ja. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich finde das ziemlich cool. Und um meine eigene Frage sozusagen für mich auch noch zu beantworten, ich finde das halt ganz faszinierend, weil ganz vieles von der alten World of Darkness ist einfach unverkennbar 90er Jahre. Auch wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, halt in mein Magus, mein geliebtes reinblätterst, das ist schon relativ unverkennbar kein 2001X-Produkt oder so gewesen, so in seinem Ursprung. Aber das gibt dem Ganzen trotzdem, also irgendwie, ich finde, diese Settings haben etwas, was darüber hinausgeht. Etwas, was sie halt auch heute noch interessant macht. So wie halt, was weiß ich, auch gute Filme aus den 80ern heute immer noch funktionieren, auch wenn sie erkennbar 80er sind. So ist für mich. So wie Breakfast Club? Meinetwegen so wie Zurück in die Zukunft. Okay. Oder beliebigen anderen. Und ich finde halt, das gilt da halt genauso. Genauso wie, was weiß ich, wenn du Matrix heute guckst, ist das ganz eindeutig kein kontemporärer Film mehr in ganz vielen Aspekten. Trotzdem funktioniert er halt irgendwie immer noch. Und wie gesagt, so ähnlich sehe ich das bei der World of Darkness halt einfach auch. Die steht schon auf eigenen Füßen. Das sind zwar in gewisser Weise vielleicht auch historische Füße, aber auf der anderen Seite haben White Wolf für mich auch gerade zum Beispiel mit den, da habe ich ja auch mal eins hier in der Medienschau vor urigen Zeiten erwähnt, mit den Technokratiebüchern, die jetzt noch neu erschienen sind, für mich bewiesen, dass sie es tatsächlich schaffen, das Ganze, ohne es aus den Angeln zu heben, trotzdem behutsam modernisiert bekommen. Und ja, also ich besitze die V20 als PDF, muss aber zugeben, dass ich das fette Biest nie von vorne bis hinten gelesen habe. Und 528 Seiten. Yep. Ich bin einfach mal tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht und freue mich wie ein Schnitzel. Hast du die gedruckt? Es gibt ja auch, also Onyx Pass hat das ja nur einmal gedruckt über diesen Kickstarter und danach gab es nur noch die Print-on-Demand-Version bei Drive-Thru. Mhm. Wir werden es dazu machen. Also es ist nicht einfach so, dass das Crowdfunding dann einmal läuft und dann müssen die Leute halt danach gucken, wie sie klarkommen. Nein, das Crowdfunding dient vor allen Dingen für die Spezialedition und danach geht die reguläre Edition auf jeden Fall auch noch in den Handel. Also das wird gedruckt in den Läden stehen. Mhm. Es ist also nichts Exklusives über Crowdfunding. Also ich habe es mal in der Hand gehalten, weil ich es einer Freundin geschenkt habe in der Drive-Thru-Druckedition. Und diese als Geschenk gedachte Druckedition habe ich halt im Bundle sozusagen damals gekauft, weshalb ich halt die PDF von dem Buch besitze, aber das gedruckte Werk weitergeschenkt habe. Es ist viel Buch. Ja, 528 Seiten ist schon mal eine Ansage. Ja. Ja, das wird auch bestimmt nicht ganz, ganz billig werden. Aber ich denke mal, so wie du eben schon begeistert über Markus geredet hast, für viele, viele, viele Leute ist Vampire genau das Gleiche. Mhm. Und dann einfach jetzt nochmal zu sagen, ich habe vor 20 Jahren, war das mein definierendes Spiel, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, das war das Geilste. Und damit kaufst du ja nicht nur einen Teil der Erinnerung zurück, sondern du kannst dann einfach, wenn du es dir nur holst, um dann wieder in Erinnerung zu schwelgen und einfach nur zu sagen, ich mache jetzt nochmal eine neue Chronik, ich mache das. Guck mal hier, Schatz, das habe ich damals, bevor wir uns kennenlernen, gespielt oder so. Das ist ein Teil deines Lebens und jetzt hast du die Möglichkeit, das wieder auch wieder zu einem Teil deines Lebens zu machen, außer du gehst wieder an deinen Schrank zurück, sondern du hast was Neues. Du kannst wieder einsteigen. Du hast vielleicht wieder einen Vorwand, die alten Leute nochmal anzurufen und zusammenzukommen und das nochmal zu spielen. Ich glaube, das kann ein ganz, ganz starker Motivator sein. Es ist ja auch ein gut funktionierendes Spiel. Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke halt auch einfach, also keine Ahnung, ich habe ja auch schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, ich bin ja generell kein Freund von Revival-Runden. Also sozusagen dieselben Leute mit denselben Charakteren mit zeitlichem Abstand nochmal hinzusetzen, geht halt immer schief. Aber so eine Art Revival im Geist, dass ich vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht auch mal neue Leute an den Tisch zu holen, mit denen man aber sozusagen, denen man dieselbe Erfahrung
Erfahrung bietet, die einem mal geboten wurde, als man selber zum ersten Mal die World of Darkness für sich entdecken konnte. Sowas zum Beispiel. Oder halt dieselben Leute an den Tisch zusammenzukriegen, um gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Also ich sehe da auch unglaublich viel Reiz drin und muss schon ehrlich sagen, also ich meine, keine Ahnung, dass das englische M20 ist bei mir auch ganz fest auf dem Kaufplan, aber trotzdem, es ist halt einfach so dieser Gedanke, das auch mal wieder haben zu können und auch vielleicht Leuten sagen zu können, hier, guck mal, das gibt's wieder, kauf das bitte, das ist geil. Es wird halt auch durchaus einfacher, wenn es eine deutsche Edition gibt und nicht so ein kryptisches kannst du Print on Demand bei diesem seltsamen englischen Shop bestellen, was für uns relativ normal ist, aber für casualere Spieler natürlich auch eher schon ein Hemmnis ist. Ja, also normalerweise sorgt ja der Wegfall einer deutschen Edition dazu, dass es nur noch ein Bruchteil spielen. Mhm. Also jetzt mal von so Kernsachen abgesehen wie D&D. Da, also wenn du in den Foren schaust, ist es ja völlig egal, welche Sprache du spielst, aber die Verkäufe suggerieren ja etwas anderes. Ja. Also wie auch jetzt 6.000 verkaufte Pathfinder Grundregelwerke bis jetzt sagen ganz klar, es gibt ein großes Interesse daran, dieses Regelwerke auch auf Deutsch zu spielen, weil es einfach sehr viel zugänglicher und einfacher ist. Und damit wird auch eine komplette Welt der Dunkelheit-Community in Deutschland wieder aktiviert. Ja. Vielleicht hast du dadurch eine Riesenmenge an Leuten, die dann einfach wieder ins Rollenspiel zurückfinden. Das wird spannend. Ja. Das wird sehr spannend. Ich bin auf die Zeit gespannt. Nächstes Jahr, in einem halben Jahr. Oh Gott. Ich will hoffen, dass wir beide dann immer noch alle 14 Tage hier sitzen und über lustigen Rollenspielkram reden. Insofern kann man ja guten Gewissens sagen, wir werden es live weiter berichten oder so. Ja, denke ich. Ja. Gut, dann vielleicht nur noch mit Blick auf die Uhr ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin tatsächlich auf der Feencon schon gefragt worden, habe aber letztes Mal nicht dran gedacht, wie das eigentlich wäre. Wir haben doch das Gewinnspiel gemacht, wo Leute uns fiktive Entstehungsmythen der Dorp einreichen konnten. Das ist soweit korrekt. Und wir haben damals gesagt, dass wir die 12 Besten zu so kleinen, ja, Hörspiel ist schon zu viel gesagt, kleinen Audio-Werken aufmotzen wollen. Wir haben halt keine 12 Einsendungen gehabt, aber 6. Und das bedeutet de facto, dass wenn wir diesen Monat anfangen, wir genau bis zum Ende des Jubiläumsjahres, also im Februar, jeden Monat eins bringen können. Und demnach beginnt in diesem August unsere neue Audioreihe Historia Dorpana. Das ist vielleicht jetzt ein Moment, wo wir beide uns unterhalten, aber ich später im Schnitt das Intro-Jingle einspielen könnte. Historia Dorpana. Die Geschichte der Dorp. Aber ganz egal, ob ich das jetzt gerade eingespielt habe oder nicht, kann man guten Gewissens sagen, das wird, ich schätze mal, vielleicht nächste Woche Sonntag. Also ich denke, es kommt auf jeden Fall irgendwie an einem Sonntag, wo kein Dorpcast ist. Einmal pro Monat eine Folge sozusagen. Unabhängig davon, wie viel die Leute halt eingereicht haben. Manche Leute haben was eingereicht, das kann man schon fast als Skript bezeichnen. Da sind dann vielleicht nur noch kleine Ergänzungen gemacht worden. Andere Leute haben eher so vage Konzepte eingereicht, die sind dann so ein bisschen ausgearbeitet worden. Auf jeden Fall, die kommen. Erwartet nicht puren Rock'n'Roll oder so. Aber ich denke, es ist ein ganz nettes Gimmick und wer halt irgendwie in der Woche, wo kein Dorpcast kommt, trotzdem zumindest 5 Minuten irgendwie unseren Unsinn ertragen möchte. Ja, Historia Dorpana. Ole ole. Auch nochmal vielen Dank an alle Leute, die auf der Redcon zu mir gekommen sind, um sich für den Dorpcast zu bedanken, dass sie den gerne hören würden. Das bedeutet uns viel. Ich habe es auch gerne an Thomas weitergeleitet. Wenn ihr uns irgendwo anders nochmal seht, kommt gerne wieder zu uns und lobt uns. Das macht Spaß. Auf jeden Fall. Okay. Ich denke, das war eine ganz unterhaltsame Episode, auch wenn... Zumindest für uns. Wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr auch. Nee, ich denke, es war ganz, ganz lustig zu sehen, auf was für Themen wir gekommen sind, weil zumindest, wenn ich auf den Plan vor mir gucke, waren doch einige Nuancen, die wir drin hatten, wirklich nicht vorgesehen, aber ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Nächstes Mal wieder mit geordnetem Thema. Wir sind neulich mal gefragt worden, ob es nicht möglich wäre, am Ende der Folge anzukündigen, was wir nächstes Mal machen. Wie ich damals auch schon in den Kommentaren geschrieben habe, würden wir gerne tun, wissen wir meistens aber selber noch nicht. Ja, so kreativ und inspirativ sind wir. Und verwirrt und neben uns stehend. Genau. Der Sermon. Ja. Also, der Kurzsermon. Wir sind die Dorp. Wir haben eine Webseite, die findet ihr unter www.die-dorp.de. Ihr könnt uns per RSS-Feed folgen, auf rspblogs.de oder per iTunes abonnieren. Wir haben einen Bereich im Tunnelhorn, da kann man mit uns reden. Wir haben Accounts bei Facebook und Google+, sowie bei YouTube und Twitter. Die meisten heißen die Dorp oder so. Ihr könnt uns bei Twitter unter @diedorp erreichen. Das ist allerdings in dem Fall der Tom. Ihr könnt mich unter @seelenworte erreichen. Und ja, dich müsste man per E-Mail oder Facebook oder so kontaktieren. Wer Bock hat, uns live zu treffen, unter sehr gemütlicher Atmosphäre, also uns Dorp, dich explizit nicht, kann das auf der Drakon tun. Mehr zu Drakon unter drakon.condra.de. Ja, dann ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin. Oder ich gehe davon aus, sonst wärt ihr nicht mehr dabei. Wir hören uns dann in 2 Wochen vermutlich. Bis denn. Bis denn. Adieu und ciao, ciao. Ciao.
World of Darkness. Mann, Mann, Mann. Was würde Sexy Scope dazu sagen? Sexy Scope liebt die World of Darkness. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Findest du nicht, Thomas? Es ist erstaunlich, wie bedrängt man sich über einen Audiokanal fühlen kann. Gut, soll ich trotzdem mal die Aufnahme stoppen? Voll dafür.